Eli, was willst du sagen? Wir fahren jetzt nach Hause und essen Mittag. Und wo ihr Mittag werde ich. Was wirst du machen? Autofahren draußen mit Nuss, ein Rennen. Oh ja, Eli hat einen neuen Rennwagen gefunden. Für 4 Dollar. 4 Dollar. Und Linus kostete 20, meiner nur. Nee, ich habe meinen bekommen zum Geburtstag. 4 Dollar. Meiner war 36 Dollar teurer, aber ich habe Euro. Ich habe ihn auch bekommen. Genau, das ist jetzt der Plan. Und heute Nachmittag wollen wir ein bisschen Planung machen. Also, wir wissen immer noch nicht, wie lange es dauert, bis die Teile kommen und alles. Jetzt haben wir gesagt, so, wir machen jetzt Nägel mit Köpfen. Es ist uns zu kalt hier. Heute war echt der Höhepunkt wieder. Und wir sagen, wir müssen nach Miami. Wir müssen weiter in den Süden. Der Tiefpunkt, meinst du? Der Höhepunkt des Tiefpunktes. Von der Temperatur her der Tiefpunkt. Das stimmt. Nun gut. Der Pott ist heiß. Guck mal, die Butter wird da schon ein bisschen braun. Ja, und dann? Und wie ist der Plan hier? Wir haben schon lange genug hier jetzt rumgedümpelt. Es muss weitergehen. Lecker Orangensaft. Ah ja, frisch gepresst. Lecker, lecker. Wir haben so viele Orangen noch gehabt. Und die hatten wir jetzt im Kühlschrank und haben gesagt, die müssen wir jetzt machen. Kannst du machen. Oh ja. So. Das ist die 4, ne? Boah, die sind so lecker. Du kannst wirklich waschen und haben. Dann machen wir auch gleich nochmal Grapefruitsaft, ja? Bei Grapefruits haben wir nämlich auch. Und das spielst doch gerade. Warum machst du das jetzt schon wieder? Pause. Die kleinen Grapefruits. Ja, die ganz kleinen. Das sind auch schöne große Orangen, ne? Sind das vier Orangen? Legen so viel auf den Antrieb. Trotzdem, da ist eine 4 links und da ging 9. Und das sie einfach ablegen. Der typische. Meine Ansprache. Ja, nach langer, langer Zeit haben wir es jetzt endlich mal wieder geschafft, Präsidentenwahl hier abzuhalten. Und jeder will noch mal kurz seine Präsidentschaftsansprache abhalten, weshalb er gewählt werden soll. Und ich mache erst. Ja. Ich sage euch jetzt, warum ich will. Ich werde auffassen, immer Dishes gemacht werden, dass die Badezimmer immer geputzt werden, wenn die dreckig sind. Und dass immer wir pünktlich bei der Kirche sind, den letzten Tag. Und dass wir immer scripturally würde ich aufpassen. Versprech lieber nicht zu viel. Ich mach mal hier Notizen, ne? Und das ist alles. Okay. Ich guck jetzt fast mal. Also, wenn ihr mich wählt, kriegt ihr jeden Abend eine 5 Minuten Massage oder 8 Minuten Bauchkitzeln oder Rückenkitzeln. Oder Rückenkratzen. Und ich werde aufpassen, dass alle Chores gemacht werden, das Badezimmer sauber bleibt hinten, das werde ich machen. Ich werde das Kinderzimmer hinten saugen. Ich weiß auch nicht. Und ich werde auch aufpassen, dass alle ihre Chores machen und so. Und ich werde dann auch sehr viele Chores machen, wenn ihr mich wählt. Und das mit der Massage, wenn man es haben will, muss man es selber sagen. Wenn es nicht haben will, kann man am nächsten Tag länger kriegen. Oh, 10 Minuten! Oh. Wow, das geht mir bis ans Ende der Woche voll das in die jetzt Massagetherapie. Ist Ansprache dran. Ich will noch was sagen. Ich würde auch das Kinderzimmer immer sagen. Nein, 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 deine Zeit ist vorbei. Das musst du sowieso. Jetzt wo das sagt, da fällt mir ein. Ja. Das muss er sowieso. Das muss man. So. Ich werde mich dafür einsetzen, dass das Badezimmer sauber bleibt. Und wenn es nicht sauber ist, werde ich es putzen. Ich werde auch gucken, dass jeder an seinem Tag Dishes macht. Und dann am Ende der Woche werde ich gucken, wer sich am schlimmsten war. Und der macht dann auch sonntags die Dishes. Auch, dass man Englisch spricht. Yes.
Okay, Jakob, was willst du noch sagen? Warum soll man dich wählen? Ich will nicht gewählt werden. Alle kriegen Chips. Aber falls ich gewählt werde, ja, werde ich Chips kaufen und natürlich das machen, was ich machen muss. Nämlich Chips essen. Nein, nein, zu okay. Und jetzt müssen wir mit unseren kleinen Zettchen. Und für unsere englischen Freunde? Nein, machen wir nicht. Nein, also, ich erklär's. Ihr kreuzt die Person an, die Präsident werden soll, und unten schreibt ihr eure Unterschrift hin. Ja, aber dann ist das ja nicht mehr anonym, ne? Ist ja, keine, aber damit Wahl. Man nachweisen kann, dass man nicht sich selbst angekreuzt hat. Ah. Meinst du unsere Unterschrift? Ja, deine Unterschrift musst du unten hinschreiben und oben kreuzt du die Person an. Wir sind jetzt bei der Stichwahl. Wer sind die zwei Kandidaten auf... Emmy und Lino. Ja, genau. Also. Und wir können auch gar nicht raten, für wen Eli denn gewählt hat jetzt. Trump und Angela Merkel. Nee, Trump anders. Und Merkel hier. Trump okay. Und Clinton. Hillary. Obama. Ich hab's schon ausgewertet. Hold on, hold on. Oder die Siegerin. Ah. Emmy. Emmy! Oh! That must have been in Taiwan. What? Ich hab sie gesehen! Ich hab sie gesehen! Die ganze Zeit! Beide Male hab ich alle nur Emmy gesehen! Die wird für mich gewählt! Die hast du für mich nur gewählt? Ich bin jetzt nicht gefragt hier. Hey, sag! Eine Person hat Linus gewählt und drei Kinder. Ach du Ruf. Krankenwagen! Ich brauche einen Krankenwagen hier. Hast du für mich gemacht? Sag dir, was hab ich brutzelt? Das hast du für mich gemacht. Ich hab für dich gewählt, Linus. Nur wegen der Massage einfach? Du bist der Bürgermeister. Damit hätte ich das nicht selber machen müssen. Ich würde die Massage jedes Mal nochmal anbieten. Was? Was soll ich machen, habe ich gesagt. Oh, Achtung hier. Es ist jetzt Sonntagnacht und ich bin draußen und schaue zum Mond hoch. Und wir haben jetzt einen roten Mond, hier eine Mondfinsternis. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Ah. Versuche dann noch so ein bisschen ran zu fokussieren, aber sieht schon ganz interessant aus.